Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule. Ich möchte euch sehr herzlich begrüßen. Ich bin Trainer und Canon Academy Trainer seit 10 Jahren. Bin ausgebildeter Wanderführer und sehr viel in die Berge unterwegs. Und heute möchte ich ein bisschen was erzählen, welchen Fotoapparat man zum Beispiel mitnehmen könnte. Ich habe da die neue Canon M50 Mark II. Das ist eine Systemkamera von Canon mit 24 Megapixel. Es ist ein APS-C-Sensor, also eine tolle Bildqualität. Ich habe da ein Schwenk- und Klapp-Display, das heißt, wenn ich Blumen fotografiere, kann ich am Boden runter. Also richtig, richtig praktisch. Und eine so eine Standardausrüstung wäre zum Beispiel das 18 bis 150 mm Objektiv. Das heißt, ihr habt ein gescheites Zoom dabei. Wir haben beim Raufgehen jetzt Gemsen gesehen. Und mit den 150 mm kann ich natürlich auch die Gemse entsprechend groß abbilden. Und das wäre eigentlich auch die ideale Kamera für einen Urlaub. Wenn jemand nicht Objektiv wechseln möchte, kann er eigentlich mit dem Objektiv seinen ganzen Urlaub bestreiten und wirklich coole Bilder machen. Das Tolle an dem System ist, es gibt da einige Objektive zum Wechseln. Ich werde einmal in meine Tasche kramen und dann mal die Sachen rauslegen. Fangen wir vielleicht mal mit dem Kleinen an. Das ist ein 22 mm Objektiv mit Lichtstärke 1:2, also für Straßenfotografie, für Reportagefotografie. Und mit dieser kleinen Blendenzahl 2, das heißt die Blende ist weit offen, könnt ihr auch richtig einen coolen, unscharfen Hintergrund machen. Das 11 bis 22 ist ein super cooles Weitwinkel. Das heißt, wenn ihr mal das ganze Bergpanorama drauf kriegen wollt, dann könnt ihr tatsächlich auch nur mit dem Objektiv ausrücken. Das ist der große Vorteil am 11 mm. Ich habe einen sehr großen Bildwinkel und kann auch richtig viel dann damit abbilden. Last not least hätte ich hier noch 15 bis 45. Das heißt, es wäre ein kleineres Standardobjektiv, das ich immer drauf lassen kann, wo ich aber auch mit 15 mm einen schönen Weitwinkelbereich habe und 45 ist so ein ganz leichtes Tele. Ich habe mir jetzt ein ganz kleines Stativ geholt, das ist von Manfrotto und das werde ich jetzt einfach einmal da auf meiner Kamera festschrauben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Langzeitbelichtung machen will oder auf einer Hütte schlafe und ich will Sterne fotografieren, dann kann ich mit dem Stativ natürlich super arbeiten. Damit ich jetzt nicht verwackel, kann ich die Kamera mit dem Handy koppeln. Das heißt, ich löse übers Handy aus und dann kann ich auch verwackelungsfrei auslösen. Das ist natürlich nicht die super stabile Variante, aber ist sehr leicht und in vielen Fällen, wenn es sehr windig ist, funktioniert das auch super. Diese Kameras haben alle richtig coole Funktionen mit dem Handy. Das heißt, ihr könnt es vom Handy auslösen, ihr könnt Fotos überspielen und ihr könnt die auch natürlich gleich bei WhatsApp verschicken. Die Kameras kann natürlich RAW und JPEGs und das Interessante auch an dem Canon-System ist, ihr könnt es in RAW fotografieren und dann aber auch in die App von Canon, die Kamera Connect, das Ganze rüberspielen und dann sofort verschicken. Das heißt, es ist wirklich super praktisch und funktioniert auch sehr, sehr gut. Diese Kameras kennen ja alle Filmen. Ich habe hier ein tolles 4K-Video und wenn ihr zum Beispiel jetzt Vlogging macht, dann könnt ihr einfach die Kamera in die Hand nehmen, ihr seht euch und könnt dann auch eure Filme damit drehen. Die Kamera hat noch einen Anschluss für externes Mikrofon, ich habe einen HDMI-Ausgang, USB-C und ich kann die Kamera auch über USB-C laden. Das heißt, wirklich am letzten Stand. Und die Kamera ist jetzt ganz neu, das ist die M50 Mark II, gibt es jetzt seit ein paar Monaten. Das Vorgängermodell, die M50, war die meistverkaufte Systemkamera weltweit. Und wenn ihr jetzt aber schon Canon-Kamera habt, dann könnt ihr da einen Adapter nehmen und könnt auch die EF-Objektive verwenden. Was meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht, weil dann natürlich das Ganze wieder größer wird. Aber ihr seht, ich habe hier das 15 bis 45, habe eine super kompakte Lösung zum Wandern, Bergsteigen, Urlaub fahren und das kann ich euch nur ans Herz legen. Und wenn ihr mit dem Handy fotografiert, es gibt also für das Stativ einen kleinen Aufsatz, ihr könnt dann alles Handy drauf montieren und wenn ihr zum Beispiel dann bei wenig Licht fotografiert, habt ihr mit dem Handy dann auch viel bessere Fotos. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da und ich freue mich sehr, wenn wir uns heuer mal in die Berge irgendwo sehen.